Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ihr seht, ich habe mich entschieden, und zwar für Adam. So viele Herren waren dann doch nicht mehr übrig zur Auswahl. Also doch, eigentlich schon. Aber ich glaube, Adam hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Deswegen versuchen wir unser Glück mal mit ihm. Und ja. Hallo. Alle hier. Wir haben höchstwahrscheinlich einen Mori im Spiel. Okay, sie ist ein bisschen lost. Wir haben wahrscheinlich einen Mori im Spiel. Mal gucken, ob dem wirklich so ist. Weil wir scheinen ja alle hier gemeinsam gespawnt zu sein. Übrigens schon mal Ankündigung. Ab nächster Woche sehen wir wahrscheinlich auf YouTube endlich das neue Chapter. Ja! Ich habe jetzt ein bisschen vorproduziert. Musste ich aus Zeitgründen. Aber ich denke, dass wir ab nächste Woche endlich auch auf meinem Kanal Videos, bestenfalls mit der neuen Map, aber auf jeden Fall auch mit den neuen Charakteren sehen werden. Und wie vorgenommen versuchen wir auch direkt die Adept Challenges mit den beiden neuen Survivern. Bin gespannt, ob wir dies auch so gut hinbekommen. Wie mit den ganzen anderen Survivern. Weil ich möchte halt, wie gesagt, gern jetzt, wenn neue Survivor kommen, direkt dranbleiben. Direkt die Challenge machen. Dann gehen wir woanders hin. Wir hatten Flink dabei. Merke ich gerade. Wir sollten vielleicht nach Totems schauen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob hier oben jetzt auch noch Totems spawnen können. Warum hat sie keinen Herzschlag? Sie hat Tüftler, oder? Ich glaube, sie hat Tüftler. Sie hätte gerade keinen Herzschlag. Wenn jetzt irgendwo ein Jen angeht. Bruder, aber warum sollte Spirit Tüftler mitnehmen? Ist doch auch so schnell am Generator. Ich weiß nicht. Oder es war einfach nur buggy. Es kommt bei DBD vor, dass manchmal ein paar Bugs da sind? Manchmal, eventuell, vielleicht. Ich hatte auch schon Selbstkillerrunden, wo ich in der Jagd war und irgendwie der Sound total gebuggt hat. Also, ja. Morgen gibt es übrigens wieder eine Killerfolge. Nochmal aus einem der letzten Streams. Da ich so lange auf Lobbys warten muss. Ich kann halt immer nur am Wochenende vormittags aufnehmen und vormittags Killer-Lobbys zu finden auf meinem Rang. Ach, hier ist ein Tote. Ist so gut wie. Also, es ist möglich, aber da musst du sehr viel Zeit mitbringen. Was nun? Oh oh. Wenn jetzt Nöte aktiv ist. Sie hat zwar geguckt, aber ah!
Ich wusste es. Egal. Ich wusste, sie hat Nöte. Ich wusste es und ich habe es trotzdem riskiert. Ich hoffe, sie kämpft. Nöte ist wahrscheinlich weg. Nicht grabbeln lassen. Nein, nicht grabbeln lassen. Schnell Klödi runterholen. Oh, shit. Ja, Mori. Die Frage ist, sollen wir es versuchen gehen? Wir sind beide wieder full life. Sie hängt zum ersten Mal. Es wäre gemein, wenn wir jetzt gehen. Wie eklig ist das denn, ey? Ich will ihr das Mori ehrlich gesagt nicht gönnen, weil das ist unverdient. Das ist sowas von unverdient. Ich habe aber auch keine geliehene Zeit. Ja, mach jetzt, David, ich block doch. So. Leute, ihr müsst schon vor mir laufen. Ich kann euch nicht decken, ne? Oh. Ja, mach auf, David. Jetzt bist du der Nächste. Es war ungünstig, dass die beiden jetzt nicht beide vor mir gelaufen sind. Und dann bin ich nicht mehr vor den Killer gekommen. Oh. Die hätten hintereinander laufen müssen. Es wäre besser gewesen. Schade. Schade, Schokolade. Der hat überhaupt keinen Mori, keinen Kill verdient. Schade. Naja. Wir sind raus. Morgen gibt es eine Folge Killer. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann morgen oder nächste Woche. Wie gesagt, nächste Woche sehen wir dann endlich die neuen Chars. Und ja. Dann gibt es auch endlich Resident Evil Content auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Bye, bye.